Recht herzlich willkommen zur dritten Folge von Cities Skylines. Und zwar sind wir wieder drinnen in unserem Spiel und ich sehe schon, hier rechts gibt es irgendwie Stromprobleme. Kann das sein? Müssen wir doch mal da hingehen. Ne, das war nicht der richtige Knopf, sondern X, nein, Y, Z. Gut, hier unten gibt es noch ein paar kleine Probleme in Sachen Strom. Da müssen wir wahrscheinlich mal in diesen Bildschirm rein. Ah, das heißt, das Problem liegt ja nicht daran, dass wir hier eine schlechte Verbindung haben, sondern es liegt einfach daran, dass nicht genug Strom verfügbar ist. Das heißt, wir müssten hier noch ein bisschen weitermachen. Ja, da stellt sich mir gerade so ein bisschen die Frage, wir könnten das ja auch hier hinstellen, wo wir direkt die Industrie haben. Dann verteilt sich doch der Wind auch viel besser, ne? Oder der Dreck. Nein, war nur eine Idee, ne? Ist jetzt nichts Schlimmes, aber dieses Windrad sollte doch jetzt auch mehr Strom bringen, oder? Ja, schon wieder ein Stromausfall. Den können wir wegklicken. Grüne Energie für die Stadt, da hat er sich gefreut. Das ist auch prima. Nanobot-Forschung wird von vielen Regionen finanziert. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Okay. Und was ist nun mit der Wasserfalken los? Duschen mit Flaschenwasser wird ein bisschen teuer. Haben wir Wasserprobleme auch? Dann würde das ja hier auch das Wasserproblem sein, weil es so weit weg ist. Oder ist das noch von Anno dazu mal? Ne, sieht nicht so aus, dass wir Wasserprobleme haben. Das muss eine alte Meldung sein. Wir haben ja da auch noch ein zweites Wasserwerk hingemacht. Ah, hier ist das. Ah, diese zwei Häuschen haben noch kein Wasser. Das ist das Problem. Da müssen wir jetzt mal so und so, oder? Dann müsste es doch schon funktionieren. Ja, wir können das ja auch gleich weitermachen hier. So, soll erst reichen. Kostet ja auch Geld, alles dahin zu legen, oder? So, die beiden Häuschen haben auf jeden Fall auch jetzt Wasser. Dann dürfte das kein Problem mehr sein. Ja, komm, wenn, dann machen wir es gerade noch bis hierhin, oder? So, dann haben wir dieses Dreieck auch schon voller Möglichkeiten. Gut, das Wasser ist geklärt. Was macht unser Müll? Sieht wohl so aus, als ob der Müllkutscher überall hinfahren kann. Ja, alle Straßen sind so einigermaßen grün, ne? Also hier in dem Bereich, wo ne, die Wohnhäuser sind, fährt der Müllwagen und holt wahrscheinlich genug ab. Hier kann er auch hin. Hier ist es ja richtig schön grün, ne? Das heißt also, die Müllabfuhr holt den ganzen Plunder, ne? Und ist gut. So, dann haben wir noch Erzgeschichten, da müssen wir mal Geld für aufbringen. Wir haben zurzeit 32.000. Das kostet uns aber 10.000. Neue Dienstleistungen. Das ist das. Sollten wir denn einen Arzt schon hier hinbauen? Wir wollten das schon hier irgendwo machen, ne? Haben wir aber nicht, glaube. Die Häuschen sind ja auch grün. Hat das damit zu tun, ob die auch gut ärztlich versorgt sind? Hatten wir doch einen Arzt gebaut und ich weiß es noch nicht mehr. Ne, ich glaube nicht, oder? X war rauszoomen, ne? Ich glaube nicht. Was ist da oben gerade für ein Symbol gewesen? Schon weg. Ne, doch nicht. Da sind Symbole, wo ich jetzt nicht genau sehen kann, was die mir sagen wollen. Eine Taste übernehmen. Soll das ein Medizinfläschlein sein oder sowas? Und da fehlt's an Medizin? Könnte natürlich sein, ne? Ja, die brauchen so einen Arbeitsmediziner da wahrscheinlich dann auf der Industrie, ne? Falls da ein Arbeitsunfall ist, muss man natürlich auch schnell sein. Jetzt haben wir ein würdiges Dorf. Wir haben 1000 Bewohner. Herzlichen Glückwunsch. 2 Kilometer mal 2 Kilometer, ist die Welt groß, oder wie? Ah, wir können neue Grundstücke kaufen, etwas größere. Stadtviertel.
spezielle Bereiche unterteilen mit riesigen Konsolidierungs- und Spezialisierungen für die ganze Stadt oder einzelne Viertel machen. Okay. Zweites Darlehen können wir aufnehmen. Industrie, Spezialisierung, Dienstleistungsrichtlinien gibt's da. Feuerwehr kann gebaut werden, Polizeikommissariat kann gebaut werden und es gibt auch einzigartige Gebäude. Ah, Tourismus gibt's auch, alles klar. Forstwirtschaft können wir also aufforsten. Und Landwirtschaft geht jetzt auch was. Das ist doch schon mal schön. Neue Richtlinien gibt es auch beim Stromverbrauch, beim Wasserverbrauch, Rauchmelderverteilung oder wie heißt das? Da müsste ich wahrscheinlich so ein Edikt machen sozusagen. Ja, neue Gebäude sind die Polizeiwache und die Feuerwache. Und unter den einzigartigen Gebäuden, die wir freigeschaltet haben, das hat aber irgendwas noch hier mit Schloss zu tun. Oder sind die jetzt doch frei? Ich glaube nicht wirklich. Wir haben nur die Option, ne? Dass wir das machen können. Und jetzt müssen wir dann noch was erreichen. Hier rechts wahrscheinlich sind noch diese Balken auszufüllen. Die Stadt hat minus 1 Geld, oder wie sehe ich das? Naja, das ist also jetzt hier irgendwie noch nicht so das Ding. Gucken wir weiter. Ah, das sind Errungenschaften. Ja, sieht man jetzt nicht so wirklich, dass wir da was haben, oder? Doch, da ist was. Pionier. Ja, unsere erste Stadt haben wir gemacht, ist klar. Der Rest fehlt noch. Gut, können wir zumachen, das Fenster, denke ich. Steht jetzt hier oben. Machen wir gerade die Leertaste mit Pause. Okay, grünes Licht für die Erweiterung der Stadtgrenzen. Ah, da meckert der Erste, dass es keinen Arzt gibt. Auch schön, ne? Wir haben es ja gerade ausgewählt und wir haben auch da gerade 20.000 plus gekriegt. Dafür suche ich, dass wir Stadtrechte kriegen. Und ich würde jetzt fast sagen, wir bauen das hier so an die Ecke, ne? Den Arzt. Weil die da rechts wollen den ja auch haben. Ich glaube, das ist gut. Machen wir mal. Gut. Dann müssen wir natürlich wieder reingehen. Weil es vielleicht was Neues gibt. Aber das ist alles alt. Das auch. Den Arzt haben wir schon. Jetzt gibt es eine Feuerwache. Ja, in unserer Stadt kann es zu Brennen kommen. Das wissen wir auch schon. Aber na, da warte ich lieber noch ein bisschen. Und Kriminalität gibt es natürlich auch. Industriespionage. Das sieht aber noch alles so aus, als ob alles im grünen Bereich ist, oder? Ist niedrig, steht da ja auch. Ist also blau. Das hat damit zu tun, wie die Häuserfarbe ist. Und das passt ja auch alles. Und hier haben wir Bildung. Eine Schule. Das ist für mich viel wichtiger, eine Schule zu bilden, wie erstmal das andere, ne? Sollten wir noch eine Schule bringen? Die würde ich dann... Ja, hier. Die sind alle rot und am Jaulen. Ich glaube, die Schule machen wir hier hin. An diese Straßenecke. Geht das hier auch irgendwie so... Ach so, da ist nicht ganz... Na komm, dann machen wir sie hier hin. Da freuen sie sich alle. Das ist doch schon mal was. Gut. Stadtviertel können wir jetzt irgendwie einteilen. Aha. Ja. Was ist das? Stadtviertel löschen. Forstindustrie. Agrarindustrie. Erzindustrie. Geht noch nicht. Und hier hinten ist noch generische Industrie. Gut, Stadtviertel hätten wir jetzt hier zum Beispiel als Industrieviertel, ne? Oh, das sieht hier aber schon so ganz komisch aus. Soll
obwohl ich das jetzt so. Oh, das ist aber komisches Stadtviertel dann. Oh, warte mal, da können wir ja hier so einen dicken Kreis auch nehmen, ne? Machen wir mal so, das ist ein Stadtviertel. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was das mir bringen soll, ne? Middle Heights heißt das jetzt. Jetzt macht er mir ein zweites dahin. Machen wir das wieder weg. Komm, wir machen das erstmal nochmal weg und machen es dann nochmal neu. So, das kann auch noch ein bisschen wachsen. Darf auch noch ein bisschen nach da später sein, dann passt das schon. Gut. Was ist das? Ah, jetzt kann ich Richtlinien auch machen, ne? Na, das kostet Geld, Unterhalt pro Gebäude. Spart aber Strom, ja. Dann wird nicht einfach alles aus dem Fenster gepulvert. In der Industrie ist das natürlich sehr wichtig eigentlich, ne? Und das mit dem Wasser ist ähnlich. Ja, dann wird nicht hier ständig unter der Dusche gestanden, ne? Aber das ist ja auch nicht das Problem, sondern eher ist das Wasserverbrauch ist mit der Bevölkerung auf der einen Seite natürlich klar, weil viele Leute das sind, aber Wasserverbrauch ist viel mehr in der Industrie und ne, die sind diejenigen, die eigentlich das Große alle rausjagen. Das kostet auch 5 Euro pro Gebäude und das alles 5 Euro pro Gebäude. Das geht noch nicht. Ich mach mal das alles an. Ich halte das für wichtig. Jetzt laufen wahrscheinlich die Leute weg. Wir haben 1004, aber ist halt so. Vielleicht sollten wir noch ein Viertel machen hier. Ich glaube, dann machen wir mal dieses Viertel hier zu Ende. So, das ist das Viertel, was zueinander gehört. Na komm, dann machen wir es noch hier hin und hier so hin. Und dann nehmen wir es wieder ein anderes Viertel. So, und dann haben wir hier noch eine Forstindustrie. Vielleicht sollten wir die hier noch reinsetzen oder sowas. Die machen wir mal hier in die Forstindustrie, wenn es denn überhaupt geht. Geht gar nicht, das funktioniert irgendwie anders. Geht da irgendwie nicht. Ach so, da kann ich, ich muss erst eine Zone machen und dann ist das die Forstindustrie. Alles klar. Das würde ich sagen, ich mache das mal so. Und dann machen wir das zur Forstindustrie. Aha, jetzt verstehe ich das, glaube. Und das hier ist die Agrarindustrie und da haben wir Industriegebiet. Dann müsste ich das hier als Industriegebiet ausweisen. Nee, Z war es. Was steht denn da? Aha. Keine Ahnung, die Symbole sind relativ klein, aber lassen wir erstmal so. Dann hat das geklappt. Hier haben wir Forstindustrie. Oder Forst, ich weiß es nicht. Naja, ist jetzt auch erstmal egal. So, was müssen wir noch haben? Wir brauchen auf jeden Fall noch Wohnraum. Haben wir schon ausgewählt. Da müssen wir noch Straßen für haben. Tja. Ich denke mal, wir sollten bis dahin so reingehen. Und dann ein freies Tool nehmen.
Wie ist denn der Fluss da an der Seite? Achso, der verhält sich so. Ne, dann machen wir das mal bis dahin in dem Bogen. Und aha, das funktioniert nicht ganz, leider. Da müssen wir doch eine andere Kurve bauen. Geht aber gar nicht. Dann machen wir sie lieber gerade. Hallo, kann ich mal... Ah, jetzt geht's. Machen wir mal so. So. Ach, machen wir's gut. Fertig. Passt schon die Straße, oder? Hier vielleicht noch ein Stück dran, ne? Wer weiß, wofür das letzte Stück gut ist. Und dann brauchen wir grüne Bereiche. Doch, da machen wir auch hin. Da auch. Das lassen wir frei wegen der Straße. Und hier kann auf jeden Fall und da kann auf jeden Fall volles. Und da auch und da auch. Hier müssen wir überlegen, dass wir da eine Straße vielleicht reinmachen müssen, die wir dort auch reinmachen. Deswegen machen wir die Grundstücke nicht alle grün. Da soll eine Straße reinführen, dann können wir das so machen. Lassen das auch frei wegen der Straße und das auch. Gut, dann brauchen wir dort Strom und Wasser. Machen wir lieber erst Wasser. So. So, passt's, oder? Ich mache mal hier eine Verbindung hin, weil ich glaube, dass es besser ist, wenn das im Kreis ist. So, Wasser ist da und Strom muss sich von alleine eigentlich ergeben, oder? Aber wir können es ja mal hier erschließen, gucken, ob es das bringt. Gut. Das war's dann erstmal für den neuen Häuserbau, denke ich. Und wir nehmen jetzt mal die Pause raus, damit es wieder läuft. Ah, medizinische Versorgung ist jetzt gekommen. Super, das hat gut geklappt. Das Vögelchen lassen wir nochmal auf. Was steht da? Bürgermeister und Schutzbildung. Bürger sind dafür. Auch klar. Ah, wunderbar. Gut, okay, dann kann es hier auch wieder wachsen. Die Stromzähler verbrauchen so gut wie gar keinen Strom, also Quatsch. Aber es ist richtig, das zu bauen. So, der Kommerz nimmt auch zu, dass das mehr sein muss. Müssen wir uns dann mal drum kümmern, ne? Aber erstmal läuft's ja. Da wird schon gebaut. Das ist prima. Gut, dann würde ich aber auch sagen, für die Folge soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.